Ja, wir sind hier in Dort, Spanien, Andalusien. Und zwar oben auf dem Berg am Campingplatz El Pino. Den habe ich mir nun mal angeschaut. Und jetzt zeige ich euch mal den Weg vom Campingplatz runter an den Strand. Hier wird hier angegeben, großspurig mit 900 Metern. Ich bin ihn ja schon hochgefahren. Also ich glaube, mit 900 Metern kommt man nicht so ganz hin. Ja, es ist ein beschwerlicher Weg. Aber man kann das Wasser schon sehen. Vor uns ist das Mittelmeer. Ein wolkenloser Himmel heute. Das ist ja schon mal etwas positiv. Der Ausblick ist schön. Jo. Ja, wenn einem jemand begegnet, wird es auch schon etwas eng. Die Kurven auch etwas unübersichtlich. Aber ich bin schon schlimmere Strecken gefahren hier in Portugal, auf dem Hinweg sowieso. So, jetzt geht's abwärts. Also mein E-Bike wird das nicht schaffen, diese Steigung. Da müsste ich extrem trampeln. Wobei sich meiner Meinung nach auch nicht mehr die Notwendigkeit ergibt, wenn man nochmal hier hinkommt, in Dorf sie auf dem Campingplatz zu stehen. Denn heute Nacht habe ich auf dem Wohnmobilstellplatz direkt am Strand gestanden. Sehr kostengünstig, kostet nämlich gar nichts. Gut, kein Strom, kein Wasser, keine Entsorgung, aber da gibt es ja die Möglichkeiten, dass man auf den Campingplatz fährt, sich da eindeckt mit Frischwasser bzw. das Grauwasser entsorgt oder die Fäkalien. Gegen Geld ist das überall möglich, kein Thema. So, gleich sind wir unten. Und direkt vor uns liegt der Strand. Auch nicht gerade der Hit, grauer Sand, mehr Schotter, da sieht auch nicht schön aus, also kein schöner Strand, nein. Und da rechts habe ich gesehen, ist auch noch so eine Art Wohnmobilstellplatz, aber da will ich jetzt nicht hin und fragen, was das kostet. So, wir sind jetzt hier auf der Hauptstraße, auf der 340. Nun Richtung Norden an der Küste entlang. Danke fürs Zuschauen.